So, jetzt bauen wir da eine Farm und wir bauen noch eine Farm. Kann man Papaya hier anbauen? Wo kann man Bananen anbauen? Ananas. So. Da hinten arbeiten die jetzt. Ach, und die Häuser bauen sie auch schon. Wie man sieht. Und wo steht unser Gerhard Schröder? Gerhard! Was ist Gerhard! Ach, da steht er. Na, hallo Gerhard. Komm mal hierher, Gerhard. Das sollte besser wichtig sein. Ja, es ist wichtig. Wir wollen dich angucken. Du pornöse Sau. So, wir geben denen keine Miete, weil die können sich das alle nicht leisten. Also Gratishäuser, ne? Ich bin voll der soziale Diktator. Ich baue denen Häuser, die da noch gratis sind und trotzdem will keiner hin. Wenn dieses Zeichen da blinkt, das ist so ein Typ. Wieso ist der schwarz? Voll rassistisch, egal. Wird so rot durchgestrichen. Das heißt nicht, dass Schwarze da nicht hin dürfen, sondern dass da noch keiner drin ist. So, das ist voll, aber dann. Guck, ne? Die wohnen lieber in so Hütten. So, ich reiß das jetzt ab. Ich reiß die immer ab. Das regt mich auf. So, wo kann man abreißen? Da. So. Weil die bauen die sich selbst, die Hütten. Und wollen nicht in meinen Häusern wohnen. Ihr hört bestimmt meine Maus hier. Das tut mir leid. Ihr könnt ja mal ein Feedback da lassen, wie die ersten Folgen sind und was ich verändern kann. Bam 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 bam. Da kommt ein Schiff. Oh. Wie gesagt, das Spiel ist noch von aus welchem Jahr? Keine Ahnung. Ein Frachter ist ohne ja, wir haben ja auch noch nichts, das der mitnehmen kann. Ja. Tschüssi, Kapitän. Den sehen wir jetzt erstmal länger nicht wieder. Guck mal, hier, die Autos sind sehr modern. Das kann ich euch ja hier mal so Karren fahren bei uns ja auch rum, ne? Besonders mit so rosa Ton. Okay. Spielen wir mal ernst weiter. Was brauchen die Leute? Wir bauen jetzt hier erstmal Farmen, damit die mehr was zu essen kriegen. Hey, Präsidente, Mann, ich muss wieder vorlesen auf Spanisch. Um zu regieren, müssen Sie die Regeln befolgen. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, und die Regeln sind einfach. Erstens, keine Minen oder Baumfällungen. Wir mögen es grün um uns herum. Peace. Eine Fabrik ist cool, mehr ist zu viel. Die Leute werden verärgert. Ruinieren Sie nicht das Paradies, Mann. Keine militärischen Allianzen mit den Supermächten. Wir bleiben einfach cool und nett. Befolgen Sie diese Regeln nicht, werden die Leute Ihnen nicht folgen, Mann. Jo, Mann, ist klar. Alter, ne, das Ruckeln, das geht mir gerade so auf den Sack. Sorry, erste Folge, das ist bei allen Let's Playern die... Okay, eigentlich nicht. Szenenauflösung. Texturen mache ich jetzt nur noch mal mittel. Das liegt daran, wenn ich aufnehme, dann zieht das so viel Frames, dass das Spiel nicht mehr flüssig läuft. Sonst läuft das flüssig. Die Texturen... Oh man, kann hier auch so reingucken. Da, 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 da. Was kann man überhaupt bauen? Windturbinen. Oh, 6000, die haben ja auch einen Arsch offen, ne? Ranch. Wir können bald mal eine Fischerhütte bauen. Was können wir denn hier? Fabriken? Ja, wir wollen erstmal keine. Touristen? Ne. Ich will keine Touristen. Schon die deutschen Touristen gehen mir auf den Sack. Eine Einwanderungsbehörde, Botschaft, eine Bank, Polizeistation, Gefängnis, eine Militärbasis. Ja, das kommt noch, ne? Ich bin ja ein Militarist. Eine Klinik, die können brauchen wir. Also hier müssen wir ein bisschen bauen. Eine Oberschule und eine Klinik müssen wir bauen. Ein Wahrzeichen ist alles zu teuer. Statuen von... Ja, genau, wir stellen uns mal hier so eine Christ... 49.000, ja. Ja, 66.000 für eine goldene Statue von uns. Genau. Ja. Hier, komm. Gerhard, du gehst da mal rüber. Gerhard, wo bist du denn? Ich will dich sehen. Was läuft dir denn da rum, ey? Entschuldigt die gute Schattenqualität, ne? Es geht ja nicht nur um Grafik. Oh, die alte Oma. Ich will die Oma anklicken.
dann nicht. Doch, da ist sie. Estrella Castro, ja, ist ein Rentner, ne? Und hier die, was geht bei der? Ach, die ist spannend. Hola! Ja, ja, alles gut. Und bei dir? Hola! Hola! Ja, genau. Muy bien, hab nicht gut. Dass dir gut geht, ne? Ja, was rennst du da rum? Du sollst mir da unten die Farm bauen. Das regt mich auf. Warum baut er da unten denn nicht? So, das wird jetzt hier hohe Priorität. Ich will, dass die das bauen. Was latscht der da? Ach, das ist der Dock ab. Und der läuft da rum. Leider kann ich die Leute nicht nehmen und so wegziehen. Ach, das sind meine Farmer. Ja, komm. Ich stelle jetzt hier mal auf schnell, damit die hier ein bisschen schneller mal das hier mit sich der Adolf. Adolf, wieso sag ich Adolf? Tut mir leid, dass ich hier so kacke rede. Wo ist der denn? Ist der schon da? Ach, der fährt jetzt mit seiner Limo. Wartet, ich will die Limo sehen. Ja, der hat seine eigene Führerlimo. Ja, ich wünsche mir auch ein Jahr weniger auf dem Buckel zu haben. Ja, ich spreche ein bisschen Spanisch, ich lerne ihn in Schule. Die Farben sehen auch sehr gut gepflegt aus, also das ist modern. So baut man sich eine funktionierende Infrastruktur auf. Ja, also, ne? So schön dieses Wetter hier. Ah, also, wow, kann man nur sagen. Wow. Wo sind denn hier die Bananen? Oh, fast fertig. Wie, keine Leute? Wieso will der da keine arbeiten? Ach, jetzt haben sie da Arbeiter. Ja, wie geht's in den Menschen? Warum, was ist denn bei denen das Problem? Listen. Zufriedenheit. Warum sind die denn unglücklich? Zufrieden. Bildung. Die sind alle gut gebildet. Also nichts bedeutet in echt sehr viel. Ich gucke immer ins Mikro, weil ich irgendwie denke, da ist die Kamera. Oh Mann, was geht denn hier ab? Wirtschaft, nein, ich wollte Menschen. Allgemeines Ansehen, 79 Durchschnittszahlungen sind $5. Ja, die erhebe ich, wenn ich mal Geld habe, aber irgendwie schwindet mein Geld. Durchschnittliches Alter, Nahrungsqualität, Einkommensunterschiede. Ich will aber... Durchschnittliche Zufriedenheit. Was fehlt denn? Qualität der Unterkünfte ist... Was ist denn ganz schlecht hier? Freiheit. Warum ist die Freiheit denn schlecht? Ich habe doch nur 5 Soldaten. Weißt du, eine Insel mit 45 Menschen hat 5 Soldaten. Und die sagen, sie sind nicht frei. Naja, sind sie nicht, aber... Gut, ich bin Diktator. Das hat doch nichts zu sagen. Es gibt auch gute Diktatoren. Ich meine, es ist ja nicht gesagt, dass Diktatoren alle böse waren und Millionen Menschen umgebracht haben. Die Deutschen hatten auch mal guten Diktator. Eilmeldung. Ohne Finanzhilfe. Der Präsident überlebte heute Morgen den 18. Anschlag auf sein Leben, als er Glassplitter in seiner Suppe fand. Freie Tropikaner fordern eine sofortige und gründliche Untersuchung. Na dann, die Amis und die UdSSR. Ja doch, die gab es damals schon. Haben uns gerade Geld in den Arsch gesteckt. Das ist natürlich sehr wünschenswert. Elektrische Außenstation. Ne, wir wollen jetzt hier erstmal eine Klinik. Wenn die Leute krank werden, ne? Ich will ja, dass die Leuten hier gut geht.
Guck mal, ich bin voll sozial, der Diktator. Nix hier, böse Diktator. So, wie stellen wir auch am besten hier hin? Und wir bauen eine Oberschule. Das muss sein, egal wie teuer die ist. Die Bildung ist echt wichtig. Ne? Also geht in die Schule, meine Kinder. Das hat gerade 8000 gekostet, wollte mich verarschen. Trotzdem, das ist wirklich wichtig. So, dann baue ich hier mal, verlängere ich die Straße einmal. Ich finde, es hat ein bisschen was von SimCity. Auch wenn es eben nicht SimCity ist. Und hier hinten bei meinen Farmen läuft alles. Ah, hier sind Bananen. Der baut Ananas an. Das ist aber keine Ananas. Was? Ah, ich muss wieder vorlesen. Präsidente, mein Kumpel. Ich vergaß, Ihnen etwas zu erzählen. Die Leute mögen die Touristen nicht, die an unsere himmlischen Strände kommen. Herumlungern, Abfall und Beton überall und so weiter. Das verschandet die Natur. Die Leute beginnen über Geld und nicht über Liebe nachzudenken. Sie möchten cool und schick bleiben und die Brüder nicht verärgern. Richtig? Hier haben Sie eine Zigarre. Sie ist selbst gemacht. Entspannen Sie sich, Mann. Alles wird gut werden. Das sind voll die Kiffer, oder? Mein Präsidentenmann, während meiner Reise per Anhalter rund um die Welt habe ich in Jamaika ein wundervolles Kind entdeckt. Robert Marley ist der Name. Musik ist sein Spiel. Ich sage, dass wir ein Benefizkonzert für das Kind geben sollten. Die Brüder werden den Gig lieben. Oh, ich friere mir gerade den Arsch ab. Wenn Sie möchten, können wir dieses Ding jährlich veranstalten, um die Leute an den Strand zu bekommen und den Groove zu genießen. All das einfache Zeug in Tropico. 5000. Plus 3 Zufriedenheit. Wir haben 9700. Und kriegen so schnell jetzt nicht mehr Geld. Weder von den Amis noch von der UdSSR. Minus 1 Zufriedenheit. Und ich soll plus werden. Und ich habe noch paar Jahre Zeit, aber können wir nicht machen. Wir haben kein Geld dafür. 5000 kann ich jetzt nicht einfach mal in Robert Marley, nicht Bob Marley. Wieso heißt der? Egal. Sorry, Leute, kann ich nicht machen. So chillig ihr seid und so chillig die Musik ist, kann ich nicht machen. Der Präsident ist hier. Ja, zur Baustelle gehen. Zur Limousine gehen? Ja, wieso geht der denn jetzt erst zur Wo ist der denn? Was ist denn jetzt? Der latscht jetzt nicht bis da unten, um dann mit dem Auto hier hochzufahren. Nee, nee. Ey, nee. Ich habe jetzt noch nicht schnell gemacht. Der will mich doch jetzt verarschen. Der rennt jetzt nach da unten, um jetzt hier mit dem Auto, mit seiner Limo hier hochzufahren. WTF. So, ich kann ja mal so die Insel zeigen. Alter, ne, die Strände, ich lag da jetzt so gerne. Was ist das denn? Hier haben natürlich auch Mayas gelebt, warum nicht? Eine Ausgrabungsstätte kann ich daraus machen oder ein Museum. Nee. 16 neue Einwanderer. Was war das? Ein weiterer schöner Tag hier in Tropico. Die Sonne scheint hell und das Wasser ist warm. Wenn ihr nicht gerade einer schweißtreibenden Arbeit nachgeht, greift euch euer Badezeug und kommt zum Strand. Er hat's gesagt, los ab zum Strand, wenn ihr nicht gerade für mich schuften müsst. See? Yo, peace. Valentin? Der Valentin, der ist auch dabei. Die haben aber auch alle nur eine Garage, oder? Ist ohne Exportgüter. Ja, was kann ich denn exportieren? Marktplatz verteilt Nahrung von Farm und Kais an die Bevölkerung. Ja, her damit. Ich muss auch, dass die, nee, die Baracke ist mir zu billig. Ich muss $550 für eine weitere Schlafbaracke investieren, obwohl das jetzt gekostet hat. Es regt mich einfach, es regt mich auf. Die bauen hier ihre Hütten.
Aber ich habe hier Häuser für die. Oder sind die voll? Okay, die sind voll. Und das ist auch... Ja, okay. Ja, okay, dann müssen sie Hütten bauen. Ja, ich nehme alles zurück. So, Adolf ist da. Mann, wir hätten den Adolf nennen müssen. Jetzt heißt er eben Gerhard Schröder, aber ich sag immer Adolf. Warum sag ich denn aber Adolf? Hey, mein Mann. Ich denke, dass es cool wäre, Landhäuser zu bauen. Was denken Sie? Nette Partys, kein Beton. Jeder hat einen Garten, um ein paar Kräuter anzubauen. Nett, Mann. Für jedes Landhaus dort draußen gibt es Bonuspunkte. Dann gucken wir mal, wie viel Landhäuser kosten. 1100. Wo wir auch gerade 6000 haben. Mhm. Na dann. Wie viel kostet hier eine Arbeiterin? Jetzt muss ich eine Lehrerin aus dem Ausland bestellen, weil die zu dumm sind, oder wie? Nee. Glück gehabt, jetzt haben wir eine Lehrerin. Excelencia? Alles klar bei dir und so? Chillt? Wieso sage ich immer chillt? Ich rede gerade voll kacke, Fürchte oder? Dich nicht, der Präsident ist hier. Genau, zur Baustelle gehen. Zeit, deine Leute zu überprüfen. Okay, das war jetzt wieder falsche Sprache. Genau. Der Gerhard, ne? Ich glaube, der wäre auch damals ein guter Diktator gewesen. Du hast Hunger. Hä, hey, hast du gar nicht. Du brauchst Erholung, dann leg dich ins Bett. Huh? Die Leute wissen nur nicht, wie gut es denen bei mir geht. Die Logik müsst ihr jetzt nicht verstehen. Ach, sie bauen meine Klinik, sind die sozial. Wo ist meine Klinik? Ach, das ist meine Klinik, ja. Der Grund, warum der Gerhard hier steht, erhöht die Baugeschwindigkeit. Das ist, wenn der Diktator, pardon, dabei steht, dann arbeiten die besser, um cooler rüberzukommen. Und ich find's cool, dass die Leute sich auch hinsetzen, wenn hier Bänke stehen. Insofern finde ich das Spiel einfach schön gemacht. Die haben einfach auf Details geachtet. Was will ich denn mit Einwanderern? Egal. Die haben einfach auf Details geachtet und das finde ich einfach voll cool, dass die sich so Mühe gemacht haben, die Entwickler. Religiöse, oh. Ja, ich glaube, den Religiösen geht's gut bei mir. Was will ich denn mit Religiösen? Ich glaube, ich verbiete die jetzt. So, Größenwahnerlass. Fraktion verbietet. 15.000, ja komm, nee. Mann. Wir brauchen hier einen Arzt, oder? Verlangen nach Gesundheitsversorgung, habe ich gerade gebaut. Die roten der Klagen werden jetzt mal. Die medizinischen Möglichkeiten auf der Insel hat die Bewohner dazu gezwungen, sich auf Selbstbehandlung und traditionelle Medizin zu verlassen. Die einzigen Bürger, die über diese Situation glücklich sind, sind die Medizinmänner. Gut, dass das kommt, wenn ich gerade eine Klinik fertig gebaut habe. Ja, ich weiß, dass sie nicht nach Amerika fliegen können, um sich das zu... Da ist das Geld. Jetzt müssen wir einen aus dem Ausland bestellen, so teuer das auch ist. Für 2700. Wir benötigen einen Hochschulabsolventen. Wir haben keine Hochschule, wir haben eine Oberschule. Und die lernen die auch nicht, so wie die schon aussieht. Wenn die neue so gebaut wird, dann denke ich mir auch so, WTF, was will ich damit? Ich muss mehr Häuser bauen. Was willst du? Ich bin mit der Regierung beschäftigt. Dass du dahin gehst. Nein, du sollst nicht was irgendwo hingehen. Mach es so. Zur Baustelle gehen, genau. Ach, der Gerhard, ne? Den fand ich schon immer toll. Und du bist verletzt? Excellent. Was hast du denn? Also, ich... Ich erwähne es noch nicht, aber ich bin aufgrund des vielen Reisen per Anhalter berühmt, die ich im Leben schon...